So, die Champions League ruft mit ihren Klängen und wir sind dabei, logischerweise bei den Mittwochsspielen, Teil 2 unserer Vorschau auf die Königsklasse. Und das machen wir wie immer mit Marcel. Hallo Marcel. Carsten, ich grüße dich. Bist du schon in Champions League Stimmung? Immer, immer. Also ich freue mich immer über jedes Champions League Spiel, was ich live sehen kann. Natürlich letzte Woche mit Real gegen PSG, das war schon ein Highlight, aber auch die Bayern haben mich überzeugt, da bin ich ganz ehrlich. Und diese Woche bekommen wir auch so den ein oder anderen interessanten, die ein oder andere interessante Mannschaft zu sehen, die vielleicht auch Chancen hat, den Titel zu holen. Da sind wir dann gleich beim ersten Spiel. Chelsea eigentlich immer auch ein Titelfavorit, aber die Turbulenzen rund um Abramovic und die Finanzen können natürlich schon auch dieses Spiel beeinflussen. Lille gegen Chelsea. Es wird kolportiert, es wird gesagt, ja, die müssen in der Holzklasse anreisen mit dem Flieger. Ich meine, das würde ich jetzt nicht als nachteilig sehen, da kommt man, glaube ich, drüber weg. Aber natürlich hat das psychologisch auch Einfluss auf das Team, was gerade rund um den Verein passiert. Wie schätzt du das ein, Marcel? Ist auf jeden Fall eine Konstellation oder eine Situation, die man schwer einschätzen kann. Ja, natürlich kann man sich ein Stück weit vielleicht in die Spieler reinversetzen, weil sie einfach ja, so ein bisschen in der Ungewissheit schweben, das auf jeden Fall. Trotzdem sage ich, wir sind Fußballer und Fußballer sagen, wir blenden in den 90 Minuten während des Spiels alles aus, was rundherum passiert. Ja, und das wird Chelsea auch schaffen, zumal sie ja den Titel verteidigen wollen in der Champions League. Deswegen, ich glaube, das wird keine große Rolle spielen. Das heißt, du bist zuversichtlich, dass Chelsea weiterkommt. Wie sieht das dann bei deinen Tipps aus? Was kannst du da empfehlen? Also ja, definitiv. Ich bin überzeugt davon, dass Chelsea die nächste Runde erreichen wird. Nicht nur aufgrund des Hinspielsieges, sondern einfach aufgrund der Tatsache auch, dass sie in 9 von 11 Fällen, wo sie das Hinspiel eben siegreich gestaltet haben, auch in die nächste Runde eingezogen sind. Lille hingegen immer ausgeschieden, wenn das Hinspiel verloren wurde. Ja, das heißt, wenn man jetzt wirklich rein nach den Statistiken geht, dann deutet wirklich alles darauf hin, dass Chelsea die nächste Runde erreicht. Zudem muss man natürlich ganz klar sagen, es besteht ein Qualitätsunterschied, es besteht ein Erfahrungsunterschied. Ja, Chelsea hat einen deutlich höheren Erfahrungsschatz auf diesem Niveau. Ich sage, Chelsea wird das Spiel nicht verlieren. Ja, doppelte Chance x2 und das Ganze kombiniere ich natürlich noch mit einem unter 3,5, denn dann viele Tore glaube ich wirklich nicht, weil einerseits Chelsea, ja, Carsten, auch eine interessante Statistik, halte ich gut fest. 11 Siege, die letzten 11 Siege von Chelsea in der Champions League kamen allesamt zu 0 zustande. Die letzten 11 Spiele allesamt ohne Gegentor. Ja? Und, wow. Und dazu gehört 10 dieser 11 Spiele unter Thomas Tuchel. Ja, Tuchel hat dementsprechend 10 von 14 Spielen in der Champions League zu 0 gewonnen. Und das ist schon auf jeden Fall beeindruckend. Zudem Lille 5-mal sogar hintereinander in der Ligue 1 zu 0 gespielt. Das heißt, auch sie stehen für eine relativ gute Defensive und deswegen kombiniere ich das x2, die doppelte Chance x2 mit dem unter 3,5 zu einer Gesamtquote von 1,66. Und wir holen an dieser Stelle nochmal Alexis Menuch ins Boot, der Frankreich-Kenner, der uns natürlich auch weiterhelfen kann, was Lille betrifft. Bonjour, Alexis. Hallo, Carsten. Alexis, hat Lille überhaupt eine Chance weiterzukommen? Sehr gute Frage, wie immer bei dir. Lille hat große Probleme im Hinspiel gehabt beim 0-2 und jetzt hat man noch den besten Spieler verloren. Renato Sanchez hat sich nach 20 Minuten in der Liga an diesem Wochenende gegen Saint-Étienne verletzt. Renato Sanchez, das ist übrigens der Spieler, der bei Bayern München überhaupt nicht zurechtkam. Also, dass der überragend kicken kann, das wissen mittlerweile alle. Irgendwie hat das nicht gestimmt bei den Bayern, aber diese Spurensuche können wir heute nicht machen. Das heißt also Lille ohne Sanchez. Er hat es auch bei Lille nicht richtig geschafft bis jetzt, aber allein wegen seines Körpers. Er ist auch nicht der disziplinierteste Spieler der Welt, kommt auch immer wieder viel zu spät zum Training zum Beispiel. Wie gesagt, in seiner Fitness tut er sich schwer. Und jetzt kommt natürlich diese Verletzung zum ungünstigsten Zeitpunkt für seinen Trainer Jos Langovenec, weil auch Renato Sanchez der einzige Lillois an der Central Bridge im Hinspiel war, der an seinem normalen Niveau war, sagen wir mal. Aber ohnehin wird es noch schwerer. Auf der anderen Seite gibt es Probleme bei Chelsea, externe Probleme, ob die einen gewissen Einfluss haben auf die Spieler, werden wir sehen. Aber es gibt nur eine Chance für Lille, sehr schnell in Führung zu gehen mit der Unterstützung des ausverkauften Stadions. Es ist möglich,
weil Lille in einem Haus spielen kann, wie wir vor ein paar Monaten gesehen haben in der Liga, 5-1 gegen Paris Saint-Germain zum Beispiel, oder auch tolle Leistungen in der Gruppenphase der Champions League. Aber ich glaube nicht leider an die Sensation. So, und als letztes Spiel haben wir dann die alte Dame. Die alte Dame, aufgepimpt mit Botox, kommt sie ganz stolz wieder daher, ist rangerückt in der Serie A an die Top 3, an Milan, Inter, Napoli. Ist nur noch ein Punkt weg und ich glaube, ja, dieser Verein könnte auch in der Champions League nochmal für Furore sorgen durch Dusan Vlahovic. Also, Juventus Turin gegen Villarreal. Marcel, gibt es da andere Meinungen? Siehst du Villarreal mit einer Chance? Wenn ich ehrlich bin, dann nicht. Ich glaube, dass Juve auf jeden Fall die besseren Chancen hat, weiterzukommen. Einerseits, wie du sagst, Dusan Vlahovic hat ein super Debüt hingelegt. Ja, er hat nicht lange gebraucht, um sein erstes Champions-League-Tor zu erzielen im Hinspiel. Dazu muss man natürlich sagen, Juve, auch hier kommt das Thema Erfahrung. Das übrigens mit rechts, das erste Tor. Ja, der ist Linksfuß und hat dieses Tor mit rechts geschossen. Fand ich schon bemerkenswert. Ein super Stürmer, ein richtig guter Stürmer, auf den werden wir uns in den nächsten Jahren noch definitiv freuen können. Aber wie schon angekündigt, der Erfahrungsvorteil, der muss auf jeden Fall benannt werden bei Juve. Zudem ist Juve zu Hause in der Champions League wirklich gut unterwegs. Ja, sie haben die letzten 6 Champions League Heimspiele allesamt gewonnen. Ja, und vor allen Dingen haben sie auch eine gute Bilanz gegen spanische Teams. Ja, sie haben 12 Siege geholt aus den letzten 23 Spielen, aber auch nur 3 Spiele verloren. Ja, das heißt, das ist wirklich auch eine ordentliche Bilanz, die sie da aufweisen können. Und 7 der letzten 9 Spiele zu Hause gegen spanische Teams in der Champions League haben sie allesamt zu 0 gespielt. Das ist auch auf jeden Fall was, worauf man achten sollte. Auf der Gegenseite Villarreal, Unai Emery. Ja, ein hochdekorierter Trainer, aber fast ausschließlich in der Europa League. Ja, er kam in der Europa League schon 29 Mal mit seinen Teams in die nächste Runde. Das heißt, er hat sich wirklich 29 Mal mit seinem Team in der K.O.-Phase jeweils in die nächste Runde befördert. In der Champions League, Carsten, in 3 Versuchen noch nicht ein einziges Mal. Das heißt, Europa League ja, Champions League nein. Und deswegen sage ich, Juve wird gewinnen. Quote 1,95 auf dem Dreiwegmarkt. Wer ein bisschen weniger ins Risiko eingehen oder wer ein bisschen weniger ins Risiko gehen will und noch dieses Unentschieden aus dem Hinspiel ein Stück weit mit berücksichtigt, der kann auch darauf wetten, dass Juve einfach weiterkommt. Und dafür findet er dann eine Quote von 1,50. Und das jetzt, was Marcel tippt in den Mittwochsspielen hier in der Übersicht. Danke, Marcel. Es stehen tolle Spiele an. Und wir haben auch ein tolles Spiel für euch, den Predictor. Das war's also von der Champions League. Ich denke mal, das wird wieder viel Aufregung geben am Dienstag und Mittwoch. Wünsche euch viel Erfolg und hoffe, ihr seid gut informiert.